Hallo, mein Name ist Julia. Ich freue mich heute mit dir über wichtige Themen zu sprechen, wie Cello und Bogenpflege. Zum Thema Bogenspannung. Wie viel muss ich eigentlich meinen Bogen spannen? Wichtig ist, dass du darauf achtest, auf diese Linie hier vom Bogenstange. Im Vergleich mit der Linie vom die Bogenhaare. Ist die Bogenstangelinie noch nach unten gebeugt, dann ist okay mit Spannung. Ist sie parallel zu der Linie von die Haare, dann ist schon in die Grenze. Und wenn die Kurve überbeugt ist, also auf die andere Richtung, das ist definitiv viel zu stark. Bitte nicht machen, weil das verkürzt das Lebenszeit deines Bogens. Wenn du jedes Mal die Bogen entspannst, wenn du fertig bist vom Spielen, verlängerst du die Lebenszeit von deines Bogens. Also entspann das auch, wenn du eine kurze Pause machst von 5 oder von 10 Minuten. Eine andere häufige Frage: Wie oft muss ich meinen Bogen mit Kolophonium benetzen? Ich persönlich benetze meinen Bogen mit Kolophonium, nachdem ich 2 oder 3 Stunden gespielt habe. Ich mache das so, ein bisschen überall in kleine Stücke und dann ein paar Mal überall. Und dann normalerweise habe ich genug Kolophonium für 2 oder 3 Stunden. Wenn das Bogen klanglich nicht mehr so gut reagiert, dann brauchst du sofort Kolophonium. Du kannst auch prüfen, ob du Kolophonium brauchst, indem du gegen Licht die Haare anschaust. Wenn die Haare glänzen, brauchen Kolophonium. Wenn die matt sind, sind sie schon versorgt. Zum Thema Cello-Reinigung. Ich empfehle dir, jeden Tag, nachdem du gespielt hast, mit einem Tuch die Saiten sauber machen. Danach mit einem anderen Tuch, am besten einem Baumwolletuch aus Baumwolle, weil dieses Material schädet nicht den Lack von das Cello. Dann machst du überall sauber, besonders hier gibt es viele Reste von Kolophonium. Einmal auf dem Griffbrett und einmal über die Bogenstange. Ab und zu kannst du eine tiefere Reinigung auf die Saiten machen mit Alkoholethanol oder ein Produkt wie diese. Ich lasse euch das Link auf die Beschreibung des Videos. Es ist ganz wichtig, dass du dabei aufpasst, dass gar keine Tropfen auf das Holz kommen, weil sonst der Lack geht ab. Ich tue einen Tropfen auf das Tuch und so mache ich die Reste von Kolophonium weg. Es ist wichtig, dass wenn du die Saiten sauber machst, das Griffbrett gar nicht berührst. Es gibt auch Produkte für eine Reinigung und Pflege von das Holz, zum Beispiel den hier. Ich empfehle dir, zweimal im Jahr diese Reinigung zu machen, nicht mehr, weil sonst könntest du das Lack von deinem Instrument beschädigen. Und ich mache das so. Ich tue ein paar Tropfen von das Produkt auf einem Baumwolletuch. Ganz wenig Produkt reicht schon für die ganze Decke. Und man macht sauber so, indem man macht kleine Kreise überall. Wichtig ist, dass du nicht insistierst auf einen Punkt, weil sonst kannst du das Lack abmachen. Und mit das gleiche Produkt kannst du auch sauber machen die Bogenstange. Wenn das Winter kommt, die Luftfeuchtigkeit wird trockener und das kann das Holz von deinem Cello beschädigen. Deswegen ist es wichtig, einen Dampit zu benutzen. Den Dampit tauft man ins Wasser rein und dann mit einem Handtuch trocknet man das. Es ist ganz wichtig, dass das nicht trocknet, wenn du das reinmachst auf das F-Loch. Dann kannst du das hier lassen, stundenlang. Am nächsten Tag prüf, ob die Schwamm hier rein noch nass ist. Wenn das schon trocken ist, dann musst du noch einmal ins Wasser tauchen und das Gleiche wiederholen, bis die Luftfeuchtigkeit wieder normal ist. 60% ist ideal. Aber weniger als 50%, das ist schon Risiko für das Holz und es ist dann, wenn du den Dampit benutzen musst. Wenn die Luftfeuchtigkeit über 50% ist, dann brauchst du das gar nicht benutzen. Da musst du auch aufpassen, wenn du die Heizung zu hoch machst, das macht die Luftfeuchtigkeit trocken. Oder wenn du Klimaanlage hast, das kann auch das Holz beschädigen. Du kannst ab und zu schauen in die Kanten, ob eine Stelle geöffnet ist. Oder du kannst klopfen und dann hörst du, ob eine Stelle geöffnet ist. Sobald du siehst oder hörst, dass eine Stelle geöffnet ist, musst du unbedingt zu Geigenbauer gehen. Lass die Reparatur lieber nicht so lange warten. Das dauert 2 bis 3 Stunden und dann hast du wieder dein Cello. Das wäre alles. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche dir viel Spaß beim Üben. Gib mir einen Like, falls du mehr unterstützen möchtest. Und wir sehen uns bald beim nächsten Video.